So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal hat uns Chosens Level komplett verwirrt. Und wenn ihr euch interessiert, warum, guckt euch den Part an. Weil es lässt sich nicht in Worte fassen. No bonus challenges. Try to find the Star Coins. Okay, keine Challenge, aber Star Coins. Gut. Wir spielen es einfach durch, wenn wir es hinkriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. I want a world to Super Mario. Rasierer hat wieder was hochgeladen. Und er hat mir schon geschrieben, er geht in Richtung Troll. Also gucken wir mal. Ob ich genug Troll-Level geschaut habe. Um dieses Level zu überstehen. Aber anscheinend geht er erstmal, es geht anscheinend nicht nur auf Troll, es geht auch auf Schwierig. Das ist dann immer eine ganz böse Mischung. Wenn schwierige Sprünge drin sind. Und, oh Gott. Also ich versuche sie einmal zu bekommen, aber ich werde es jetzt nicht jedes Mal wiederholen. Okay, aber der erste Sprung ist in Ordnung. Wenn man ihn nicht im Rahmen eines langen Weges machen muss, an dessen Ende dieser Sprung steht. Dann ist dieser Sprung in Ordnung. So, aber den Sprung will ich eigentlich gar nicht. Ja doch, er geht klar. Okay. Machen wir jetzt aber nur einmal. Weil jetzt habe ich mir die Kamera so verschoben, dass ich nicht mehr sehe, wo da unten der Weg ist. Da ist der Weg. Ja, ich wollte halt eigentlich zum Sprung ansetzen, aber das Spiel wollte nicht. Boah, diese Hitbox. Okay. Kann die nicht einschätzen, ne? So ist in Ordnung. Wenn ich jetzt noch eins weitergehe, würde ich sagen, ich lebe noch, aber wahrscheinlich. Na doch, ein bisschen ging noch. Oh, come on. Achso, ich kann ja aktuell, kann ich ja noch den hier machen, dann geht's ja schneller. Habe ich ganz vergessen. Darf ich nur nicht machen, sobald ich den ersten Checkpoint auslöse. Wisst ihr ja aber selber. So. Na, es war so klar. Es war so klar. Der ist ganz schön knapp auch. Ach. Na, oh. Ach, dann lass wir es halt durchlaufen. Oh Mann. Wenn man natürlich sich anstellt beim Neustarten. Mir fehlt immer noch so eine... Genau wie... Das hätten sie doch eigentlich machen können, wie beim Skippen. Dass man jetzt halt, anstatt dass man da reinkommt, das länger drückt und dann restartet man das Level, so wie man es skippen könnte beim... Beim Dings. Klar, dann überschlägt sich beim... beim Quatsch, beim Multiplayer. Beim Endlosmodus das Skippen und das Neustarten, wenn man das so machen würde. Aber grundsätzlich wäre das doch... Wait, what? Irgendeiner von denen macht irgendwas Komisches. Aber wir wissen noch nicht, welcher was macht. Oh Gott, das wird unangenehm. Irgendeiner von denen haut ab, wenn ich mich ihm nähere. Ich mag das nicht, wenn ich nicht vorankomme. Okay. An welcher Stelle muss ich das setzen? So. Na, es hat... Ich muss mich dann mehr trauen. Ich muss rüberziehen. Ich muss einfach rüberziehen. Ich weiß nicht, welcher von denen verschwinden wird. Huch! Vielleicht ist das auch noch gar nicht das Troll-Level und er wird noch ein anderes Troll-Level bauen. Vielleicht ist das ja noch gar nicht Troll. Als er das geschrieben hat, war das Level hier ja vielleicht sogar schon da. Und das nächste, was er hochlädt, ist ein Troll-Level. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich von dem... bin ich von dem Kommentar verunsichert. Und denke und erwarte Trolls und vielleicht kommen gar keine Trolls. Das kann ja auch sein. Dass er hier noch freundlich war. Also freundlich im Sinne von Troll-freundlich.
So. Ja, wir werden sehen, sobald wir auf den ersten Troll reinfallen, wissen wir Bescheid, ne? Okay, bisher kein Troll. Kann ich da irgendwie in die Lücken? Okay, ich kann auch in den Lücken. Da passiert überhaupt nichts. Ach! Wieso kann denn ein Sprung nicht einfach mal funktionieren? Also auf Anhieb. Nicht erst beim 3000. Mal. Na, das klappt ja mittlerweile. Das klappt mittlerweile auch. Okay, so. Wo passiert der Troll? Nirgends. Hier kommt auch kein Swamp runter. Das hätte ich jetzt erwartet, wenn es ein Troll-Level wäre, müsste hier ein Swamp runterkommen. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Genau da müsste ein Swamp runterkommen. Nichts dergleichen passiert. Ah, ich hab... Ich denke jetzt halt die ganze Zeit an Trolls, aber nein, es ist einfach kein... Aber warum hat er das dann gebaut? Naja, egal. Also bisher ist es tatsächlich kein Troll-Level. Ich verstehe nur nicht, warum er das so gebaut hat. Ich meine, es ist jetzt ja keine Schwierigkeit, dieses Ding einzusammeln. Egal. So, wir nehmen mal Anlauf und versuchen da mit einem Drehsprung durchzukommen. Klappt. Das klappt auch. Da darf ich gar nicht mal zu hoch. Okay, wenn ich zu hoch springe, gehe ich da oben ran. Gut, gut zu wissen. Gut, ach so, dass man, wenn man losläuft, da rein... Ja, okay. Sehe ich. Sehe ich, fühle ich. So, jetzt gehen wir den anderen Weg. Mist. Gut, aber ich werde da nicht reinrennen. Ich weiß ja, dass ich nicht einfach nach rechts darf. Das ist jetzt schon gespeichert. Das ist jetzt schon in mir gespeichert. Das kriege ich hin. Wartet ab, bis ich nach rechts laufe. Dauert nicht lange. Dauert nicht lange, dann passiert's. Aber solange ich nicht neu starte, ist alles gut. Das wäre das Worst Case. Der Worst Case. Und jetzt wissen wir, warum er die Stacheln hier gebaut hat, weil für ungeduldige Connets, die irgendwann plötzlich den Sprung nicht mehr hinkriegen, sind die genau richtig. Ah. Dankeschön. So. So, jetzt kann ich hier nicht mehr drüber, sondern muss jetzt darunter. Ich glaube, da kann ich aber einfach reinlaufen, richtig? Falsch. Schade. Sehr schade. Aber man muss das ja mal ausprobieren. Ich meine, das ist ja kein Problem hier am Anfang. Das ist ja alles in Ordnung. Okay, wie machen wir das? Also einfach runterlaufen hat leider nicht funktioniert. Ja, dann muss ich da wirklich gezielt reinspringen. Igedigit. Oh, warte, nein, ich bin nicht richtig runtergelaufen. Ich glaube, ich kann da trotzdem runterlaufen. Ich bin nicht richtig runtergelaufen. Ich habe die Taste nicht gedrückt. Wenn ich die Taste drücke, geht's vielleicht. Huch. Das hat mich jetzt überrascht. Nein! Und ich krieg da unten ein Clown-Car. Okay. Wahrscheinlich nicht lange. Aber ich krieg eins. Habe ich auch nichts dagegen. Ja, tut mir leid. Wir werden in dem Level leider sehr oft immer wieder die gleichen Stellen sehen. Das wird somit kein allzu... spannendes, nicht spannendes, aber nicht allzu abwechslungsreiches Video, was das Gameplay angeht. Aber ihr wisst ja, was ihr gebucht habt. So. Okay, also wir probieren... Nein! Wir probieren das nochmal, wollte ich sagen. Und dann war vorbei. Ich würde gerne an die Stelle kommen, um es nochmal zu probieren. Mann!
Nein, das reicht jetzt. Geht das wieder los? Jetzt sterben wir hier vorne erst wieder dreimal, bis es dann wieder hier drüber klappt. Man merkt richtig, wie es so in meinem Kopf aussieht, ne? Immer ein Stück unkonzentrierter plötzlich. So, jetzt kommen wir hier wieder rüber, jetzt kommen wir hier rüber und jetzt stoppen wir. So, wir probieren das nochmal zu laufen. Es war besser, aber es war noch nicht optimal. Aber ich glaube, das geht. Mit ein bisschen mehr Anlauf und wenn ich die Taste dann noch drücke, dann sollte das funktionieren. Dann sollte das funktionieren. Es darf doch nicht wahr sein. Wir haben jetzt den oberen Teil hier lang genug gesehen. Na, jetzt können wir mal auch das nächste Teil uns anschauen. Was da unten so abgeht. Ey, Mann! Was da unten so abgeht. Ah. Gibt es das denn? Das gibt's doch nicht. Also die Sprünge werden wir noch ganz oft sehen. Zumindest wenn ihr weiterschaut. Dann werden wir die Sprünge noch ganz oft sehen. Oh. Warte, was ist eigentlich? Nix. Warte, wie ist eigentlich die Zeit? Ach so, ich hätte gucken müssen, wie lange er gebraucht hat beim Clearen. So, neuer Versuch mit mehr Anlauf. Ah, ich muss reinspringen. Scheiße, ich muss reinspringen. Das hilft nichts. Okay. Dann muss ich da versuchen, gezielt reinzuspringen. Das heißt, ich muss es aber jedes Mal neu machen. Ich habe dann leider keinen goldrichtigen Sprung, der mich da reinführt. Oh je. Ja. Der hat halt funktioniert. Oh nein. Und dann muss ich da auch noch schnell durch mit dem Ding. Aber was passiert da unten? Da unten passieren ja richtig merkwürdige Dinge. Na, also klar, ich muss dann wieder den On-Off da drüben irgendwo drücken. Dann kann ich hier runter. Aber irgendwas muss hier noch passieren, weil das sieht gefährlich aus da unten. So, kann ich jetzt erstmal wieder neu rein... Ja, hat sich erledigt. Mit dem Neu-Reinladen. Das Neu-Reinladen hat sich soeben erledigt. Aber was kommt denn da alles? Also grundsätzlich kann ich ihn neu reinladen, weil hier stirbt er ja auch schon in der Lava. Ich hab's gemerkt. Wenn man in dem Moment des Sprunges einfach merkt, dass es nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist auch kein... Das ist ein Sprite wie so ein P-Switch, der auch immer wieder kommt. Das ist ja kein Gegner. Das Clown-Car. Wenn das stirbt, in Anführungszeichen, stirbt es nicht, sondern ist einfach nur weg. Und kommt sofort wieder. Ach, ich... Eie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 
Lass mich doch einfach darüber, bitteschön. Vor allem, wann kommt der nächste Checkpoint? Kommt der echt erst, nachdem man diesen Raum gespielt hat? Das wäre bitter. Ich komme über diese Sprünge nicht rüber. Ich finde, es wird auch mal wieder Zeit, dass wir am Anfang sterben. Boah, fast. Nicht so, dass ich es will, aber es wird bald wieder passieren. Ich fühle das. Okay, so hat man das aber auch noch nicht. So hat man das auch noch nicht. Ja, ist das eher. Ach Mann. Okay, stopp. Okay. So, diesmal haben wir das Ding. Jetzt muss ich da so durch, dass ich nicht die Dinger berühre. Weil wenn ich die Dinger berühre, zieht es mich hoch. Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Ich kenne mich damit viel zu wenig aus. Kann ich da einfach in einem Stück durchziehen, oder? Oder stoße ich mir dann schon den Kopf? Ja, genau das... Genau das ist nämlich das. Sobald der das da unten berührt, ist Feierabend. Das heißt, ich muss einfach durchziehen. Und zwar ganz, ganz, ganz zackig und schnell. Der geht immer direkt hoch. Warum geht der immer direkt hoch? Jetzt geht das... Das ist ja merkwürdig. Das hat sich ganz merkwürdig gesteuert. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, lol, wie schnell wir diesmal wieder beim Clowncast sind, aber war klar, dass nur der erste Teil funktioniert. Ich versuche ja, mich an die Linien zu halten, aber... Ach komm. Nein, der geht... Oh, der geht zu hoch. Oh Gott, ja. Wenn man in dem Moment merkt, wo man springt, dass es nichts mehr werden kann. Okay, gerade durch. Es geht einfach gerade durch. Man kann sozusagen, wenn man das still, wenn man das still hält. Ach, hier oben ist die andere Coin. Oder jetzt, hahaha, das ist jetzt die große... Oh nein. Das ist jetzt die große Frage. Irgendwo ist der neue Schalter, mit dem ich dann da weiterkomme. Und irgendwo ist die zweite Coin. Die zweite Coin interessiert mich herzlich wenig. Was brauche ich? Wo muss ich hin?
Weil es könnte ja auch... Oh nein. Ich will mich jetzt eigentlich nicht mit etwas aufhalten, was mir gar nichts nützt. Also, wir halten ganz gerade. Sobald wir ein bisschen runtersegeln, fahren wir los. Scheiße. Wie habe ich das gerade gemacht? Scheiße, wie habe ich das denn gerade gemacht? Zu hoch. Fuck. Fuck. Darf ich gar nicht so laut sagen. Gucken ja Kinder zu. Ich meine natürlich Mist, verdammt. Wieso klappt das denn jetzt nicht mehr? Also ich würde euch gerne mehr von dem Level zeigen, aber ich fürchte fast, das ist zu viel für mich. Ich fürchte fast, ich muss hier aufgeben. Weil ich werde jetzt keine Stunde aufnehmen. Wenn die halbe Stunde rum ist, dann war es das mit dem Level. Dann werde ich leider nicht, mehr schaffen. So ärgerlich, dass der Swamp uns vorne erledigt hat. Wenn ich halt wüsste, ob oben der Weg ist oder unten, dann würde ich zumindest nur den richtigen Weg gehen, aber ich habe ja keine Ahnung. Und ich will eigentlich nicht nochmal durch diesen Stachelmist durch. Das war super unangenehm. Es hat einmal funktioniert und dann war es das wieder. Mit funktioniert. Oh. Dann war es das wieder mit funktionieren. Und jetzt sterben wir schon wieder 3000 Mal an allen Sachen, bevor wir ans Clown-Cut überhaupt rankommen. Oh, dieser Sprung. Okay. Yes. So. Wie habe ich das gemacht? Ja, so. Der ist so gerade durch. Der ist einfach gerade durch. Was habe ich da gemacht? Was habe ich gemacht, dass der gerade durchfährt? Ja, wenn wir... Ich wollte gerade sagen, wenn wir wenigstens jedes Mal da direkt hinkommen würden... Aber leider ist der Sprung ja auch noch da.
Es war zu bald wieder, zu spät, meine ich. Wie bin ich da gerade durch? Halt jetzt ein bisschen zu spät, um die Clown-Card-Physik zu lernen. Ne? Scheiße. Aber wir kommen immerhin wieder ganz gut hin. So, aber seht ihr das, egal in welche Guck mal, jetzt gerade würde es passen, oder? Wenn ich jetzt einfach durchziehe. Okay, ich kann das ein bisschen steuern vorher. Das ist gut. Dann probieren wir jetzt erstmal den Weg hier, weil dann kann ich hier auch vorher ansetzen und gucken, wie er sich gerade bewegen würde. Jetzt gerade geht er zum Beispiel runter. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Jetzt wird es passen. Jetzt kann ich durch. Nein, jetzt geht er gerade hoch. Seht ihr das? Und so kann ich das, glaube ich, ein bisschen regulieren. Jetzt kann ich durch. Es ist die Coin. Ich will hier gar nicht rein. Okay. Wir werden jetzt beim Rückweg ziemlich sicher sterben. Aber dann wissen wir das jetzt zumindest. Nein, wir sterben nicht beim Rückweg. Dann müssen wir oben zum Swamp rein. Okay. Das ist gut zu wissen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich hoffe, das Ding screent mir nicht off. Ich lotse den hin und dann einmal schnell durch. Nein! Ach Mist! Ich muss das Ding ja behalten, also ich kann das nicht da liegen lassen. Das darf ich auf keinen Fall machen. Weil dann haut es unten in der Lava ab. Das wäre kacke. Aber jetzt habe ich einen Weg. Jetzt habe ich einen Weg, das vorher ein bisschen einzustellen, wie ich da durchkomme. Das sollte jetzt funktionieren. Das war so bisher mit diesem Sprung hier drüben das Hauptproblem, dass ich nicht wusste. Ja, der Sprung hier ist nach wie vor kacke. Aber das war bisher da unten das Hauptproblem, dass ich nicht wusste, wie ich da gerade durchkomme. Das weiß ich jetzt. Ich komme da jetzt durch. Wir haben auf jeden Fall was gelernt in diesem Video. Wir haben gelernt, wie man mit einem Clown-Cut gerade fliegen kann. Das war viel zu hoch, habe ich gemerkt. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Und das Problem ist ja, was heißt Problem? Es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich muss ja sowieso nochmal dann dadurch zurück. Ne? Da unten ist ja auch der Rückweg mit dem Clown-Car. Nein, das reicht nicht. Ich habe es gemerkt. Ich habe es beim Sprung gemerkt. Machen wir es dann vielleicht doch mit Fortsetzung. Weil das war jetzt gerade so. Dieser Abschnitt jetzt gerade, dass ich das gelernt habe, dass ich das verstanden habe, wie dieses Clown-Car funktioniert, das gibt mir jetzt gerade nochmal Motivation für den nächsten Part. Der ist dann zwar, die Aufnahme wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis die kommt. Also, nicht der Part. Der Part wird wahrscheinlich hoffentlich direkt im Anschluss dann morgen kommen, was auch immer morgen für ein Tag ist. Aber aufnehmen werde ich es wahrscheinlich erst später, weil ich muss jetzt wirklich gleich aufhören. Sonst bekomme ich wieder viel zu viel Zeitdruckgefühl, wenn ich nicht mein Zeug jetzt gleich mache. Na, das ist so das Problem. Das ist somit das Hauptproblem an der Geschichte. Okay. Ja, ich denke, wir werden hier eine Fortsetzung machen. Ich sag mir jetzt, wir machen jetzt wieder dieses typische noch 5 Versuche. Und ein Versuch ist immer dann, wenn ich bis zum Clown-Car komme. Aber dann hören wir auf. Oder bis hierher. Sonst dauert es zu lange. Das war ein Versuch.
Bei 5 halt zum Clown kann, ich glaube, dann sind wir wirklich in einer Stunde noch da. Ja, das zählt jetzt eben nicht als Versuch. Das auch nicht. Nein, ich merke doch, dass es nicht funktioniert. Oh, lass mich doch zum Clown-Cup, bitte. Das ist so ärgerlich, wenn man... Oh, ich sag's jedes Essen... Nein, ich sag's jetzt einfach nicht nochmal. Ihr kennt meine Sprüche langsam. Ihr wisst genau, was ich sagen will. Ich brauch's nicht aussprechen. Oh, yes. So, also ab hier Versuch 2. So, und jetzt kann ich hier wieder ein bisschen vorher regulieren. Bis es passt. Das ist wichtig. Jetzt sieht's gut. Na, der geht hoch. Jetzt passt's. Ja. Das ist, was ich meinte. Jetzt ist die Frage, ist es vielleicht doch klüger, direkt im Clown-Cut zu bleiben? Ab wann wird der getriggert? Gleich jetzt, okay. Warte, kann ich? Aber der nimmt das Clown-Cut mit, wenn ich da rausspringe, ne? Scheiße, der setzt mich raus. So wie vorhin, ich muss es so wie vorhin machen. Ich muss ihn mit Mario triggern, das Clown-Car parken und dann zurück. Und dann aber schnell zurück. Nicht so wie vorhin. Genauso muss ich es machen. Der geht hoch. Jetzt geht er runter. Jetzt passt's. Also. Nicht hör auf, dich da an der... Hör auf, dich an der Wand abzustoßen. Okay. So, hier parken. Swamp triggern. Und dann schnell... Ja gut, dann halt einfach nochmal von vorne, ne? Ah, ich habe ihn nicht getriggert. Jetzt muss ich das Ding treffen. Und jetzt muss ich einfach rechtzeitig... Ha! Es ist... Immer ich... Solange ich nicht sterbe, ist ja alles gut. Oh oh. Jetzt muss ich es wieder treffen. Und einfach mal rechtzeitig rüber. Nein! Das... Warum muss das denn so eine blöde Lücke... Oh, das gibt's doch nicht! Ei! Kann doch nicht wahr sein, dass ich mich da oben so dumm anstelle. Das wirkt halt eigentlich echt nicht schwierig. Nein, es reicht nicht. Aber wenn Rasierer was baut, wird einem halt nichts geschenkt, ne? Oh. So ist es halt. Nein, es reicht nicht. Und das war mein 4. Versuch. Also noch einmal an die Stelle kommen und wenn ich dann sterbe, dann war's. Ich muss aufhören, es hilft nichts. Ich will weiterspielen, keine Frage. Ich will auch weiterspielen, aber ich darf nicht. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt aufhören. So leid mir das tut. Okay, da ist der Versuch. Komm nochmal zum Clown-Car. Okay, immerhin das. Das heißt, wir kriegen nochmal den Versuch beim Swamp. Weil ich glaube nicht, dass ich hier sterben werde jetzt. Das haben wir ja mittlerweile rausgefunden, wie ich das... ich hab's... Scheiße. Es war ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch, aber es wäre gerade gewesen. Okay.
Dann setze ich hier meine Fortsetzung. Und solange ich jetzt nicht das Programm schließe, starte ich ja direkt hier wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.